In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich mit dem Online-Service von Gründerplattform.de einen Finanzteil für meinen Businessplan erstelle. In dem letzten Video habe ich das Ganze mit Excel getan. Ich schwenke da noch mal kurz hier drauf, Sie können sich erinnern. Und genau diese Daten habe ich jetzt übernommen und habe sie in Gründerplattform.de eingefügt. Dazu braucht man ein Login, loggt sich ein und dann kann man hier auf der Startseite zum einen den Textteil bearbeiten, das haben wir in einem anderen Video bereits schon mal durchgeführt, und aber auch diesen Finanzteil bearbeiten, und das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen. Die Gliederung ist wie folgt: Es geht also zunächst um die Ertragsquellen, um die Umsätze, und die kann ich dann hier eintragen, jeweils für 3 Jahre. Geht ganz gut. Ich habe jetzt einfach mal pauschal eine Position für alle kompletten Umsätze im ersten Jahr erzeugt. Ich habe also versucht, das Folgejahr und das danach folgende Jahr unberücksichtigt zu lassen, um ganz einfach mit meiner Excel-Tabelle besser vergleichen zu können. Das geht dann auch recht zügig. Man bekommt hier auch direkt den Rohgewinn ausgerechnet und diverse andere Dinge, und ich kann also ganz zügig dann zu den Kosten übergehen. Ich gehe noch mal kurz zurück zu den Ertragsquellen, und zwar man kann auch hier Umsatzziele einfügen. Wenn ich also das jetzt bearbeite, dann sieht man hier, kann man also Namen vergeben. Ich kann also in diesen Umsatzposten einen Umsatz anlegen, ich kann einen Steuersatz wählen und ich kann dann ein Start und ein Ziel, und ich kann auch Zwischenziele vereinbaren, und das ist sehr interessant, denn das Programm kann hier unten eine Steigerung ermitteln, und zwar entweder stufenweise oder eine lineare Steigerung. Das ist in meiner Excel-Tabelle mit der Umsatzentwicklung vergleichbar. Hier allerdings etwas fortschrittlicher, etwas einfacher gehalten, beziehungsweise ja, man muss halt nicht so ganz viel mit Formeln rechnen, sondern das geht eben recht zügig. Ich habe das jetzt auf Januar bis Dezember mal begrenzt, und dann wird auch tatsächlich der ermittelte Umsatz hier eingetragen. Da ich selbst eine Umsatzentwicklung zur Hand hatte, habe ich meine Daten hier einfach per Hand eingetragen. Das geht natürlich auch. Sie müssen also nicht auf diese Steigerungsfunktionalität der Webseite zurückgreifen. Sie können natürlich auch Umsatzpositionen einfügen, indem Sie hier oben muss man mal schauen, genau, Produkte erfassen. Das habe ich in dem Fall nicht, weil es geht ja bei mir um einen Dienstleister, oder indem Sie tatsächlich die Dienstleistung erfassen, Stunde mit dem Preis multiplizieren. Also man hat hier in dieser Umsatztabelle gleich die Varianten eingearbeitet, die ein Unternehmer im Prinzip haben kann. Da ich eben, wie gesagt, auf Excel-Daten zurückgreife, habe ich einfach die per Hand eingegeben. Ich hätte aber auch hier die Dienstleistungen erfassen können. Mit einem Stundensatz ist also sowohl für Händler als auch für Dienstleister geeignet. Ich habe das bei mir getrennt, und ich gehe jetzt einfach mal zu den Kosten des Dienstleisters. Also auch hier kann man Personalausgaben separat erfassen für die einzelnen Monate über die 3 Jahre hinweg. Es wird auch sehr gut hier oben immer beschrieben, um was es hier in diesen Berechnungen geht. Und in dem Abschnitt Betriebsausgaben kann man dann wirklich einzelne Betriebsausgaben mit dem Steuersatz eintragen. Und der Steuersatz, der ist von dem her sehr vorteilig, weil man dann direkt die steuerrechtliche Berechnung, die Umsatzsteuer, herausgerechnet bekommt. Und in der weiteren Berechnung wird dann eben auch die Umsatzsteuer wieder als Erstattung vom Finanzamt oder als Zahlung ans Finanzamt als Ausgabe mit bewertet. Dann habe ich also die Betriebsausgaben hier in einer Summe eingetragen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf das Bearbeiten-Feld. Hier sieht man also, die kann man dann bezeichnen. Die Mehrwertsteuersätze kann man am Anfang beim Anlegen dieser Firma festlegen. Und da empfehle ich, nicht nur den 19-prozentigen, sondern auch den 0-prozentigen anzulegen. Denn Versicherungen sind ja bekanntlich mit 0 Umsatzsteuer versehen, und auch Anmeldegebühren bei Ämtern. Ich muss auch manchmal 0% eingeben. Ich habe das hier leider verpasst. Das ist aber nicht weiter
schlimm. Und dann kann ich also auch eine Ausgabenkalkulationshilfe hier benutzen, einen Planer. Ich habe also meine gesamten Kosten im ersten Jahr auf einen Nettowert runtergerechnet und habe dann das durch 12 geteilt, habe das eingetragen und habe gesagt, das ist ein monatlicher Rhythmus, den ich bezahle. Somit wären meine ganzen Betriebsausgaben monatlich über dieses erste Jahr verteilt. Das muss ja nicht richtig sein, aber es ging jetzt erstmal am schnellsten, um die Zahlen vergleichen zu können. Und dann habe ich das Ganze nur bis zum Jahresende laufen lassen. Ich habe also das zweite und das dritte Geschäftsjahr einfach mal ignoriert. Hier werden die Daten automatisch dann eingetragen und speichern fertig. Dasselbe habe ich mit dem Kapitaldienst gemacht, der dann auch hier erfasst werden kann. Das ist im Prinzip genau dasselbe, wie ich das auch gemacht habe. Ja, dann haben wir noch den Part direkte Kosten. Das sind also die Kosten, die mit ganz bestimmten Umsätzen direkt in Verbindung stehen. Zum Beispiel Wareneinkauf habe ich nicht als Dienstleister, deswegen habe ich es auch ignoriert. Da kann man dann natürlich seine Daten eintragen. Und ich springe jetzt auch direkt mal zu den privaten Ausgaben, denn auch das wird in diesem System erfasst. Und es ist keine andere Berechnung wie in meiner Excel-Berechnung auch. Der Unternehmer hat private Ausgaben, die habe ich hier auch komplett wieder erfasst für das erste Jahr. Und er hat ein privates Einkommen, in dem Fall von der Ehefrau, auch das habe ich erfasst. Es gibt hier also gar nichts weiter Neues zu berichten. Deswegen springe ich auch direkt zu dem Kapitalbedarf und zu der Finanzierungsplanung. Und hier sieht es schon etwas anders aus, denn hier werden erstmal die Investitionen in einer Summe erfasst. Ich habe auch hier den Nettowert angegeben, genau wie in meiner Excel-Tabelle. Und die Gründungskosten werden ebenso erfasst. Und dann wird direkt darunter der Kapitalbedarf ermittelt. Und zwar aus den Investitionen, Sacheinlagen hatte ich nicht, und den Gründungskosten. Und dann kommt eine Neuerung. Es führt am Ende zur richtigen Berechnung, aber ich habe es anders berechnet. Deswegen möchte ich es kurz erklären. Der Kapitalbedarf für die Anlaufphase. Das sind also alle Fehlbeträge aus der folgenden Liquiditätsberechnung, die hier unten stattfindet. Der Programmierer hat es also so gemacht, dass die Liquidität hier berechnet wird über 3 Jahre und es entsteht hier unten immer ein Fehlbetrag. Und diese Fehlbeträge hat er zusammengerechnet. Das sind im Prinzip die Fehlbeträge aus den privaten, aus den betrieblichen Ausgaben inklusive der erzielten Umsätze. Und das ist eine ganz clevere Lösung, denn er braucht hier an der Stelle wirklich nur 3 Beträge zusammenrechnen und kann dann genau diese Differenz hier als Kapitalbedarf für die Anlaufphase in die Kapitalbedarfsberechnung mit reinkalkulieren und letztlich dann auch finanzieren, denn er hat hier den Kapitalbedarf gesamt und in der Finanzierung tauchen hier diese Bankguthaben und die Sparkasse, in dem Fall also das Fremdkapital, auf. Wir haben also insgesamt dann Kapitalbedarf von 11.600, haben aber 14.000 Euro Finanzierung und demzufolge haben wir überschüssiges Kapital von 2.395. Das deckt sich in etwa mit meiner Berechnung. Das weicht also geringfügig ab, aber die Berechnung an sich, die ist dieselbe und deswegen kann ich an der Stelle auch hier diese Online-Plattform gut empfehlen. Sie ist vielleicht sogar noch etwas komfortabler für alle Leute, die nicht mit Excel umgehen möchten oder wollen. Gucken wir jetzt einfach mal in die Rentabilität nochmal rein. Das ist also die betriebliche Ermittlung von Gewinn oder Verlust. Hier haben wir also die Umsätze wieder, die betrieblichen. Und hier sind sämtliche Kosten eingetragen. Genauso habe ich das auch gemacht. Und dann haben wir ein Betriebsergebnis, dann kommen die Zinsen noch. Ich habe also einen kleinen Überschuss und dann gibt es hier noch Rentabilität in Prozent. Das ignoriere ich jetzt mal. Das ist also nichts anderes, was mir gerade noch aufgefallen ist. Es gibt hier das kommt jetzt als nächstes. Die Liquidität wird als letztes dann berechnet. Und da gibt es eine kleine Änderung zu meiner Liquiditätsberechnung. Ja, es ist letztlich eine Spitzfindigkeit. Denn man ermittelt hier die Liquidität zu Beginn des Geschäftsjahres und die ermittelt sich aus den Geldeinlagen, also aus dem, was ich privat einbringe mit 4.000 Euro, den Krediten. Dann zieht man die Investitionen und die Gründungskosten ab. Man tut also, als wenn das vor dem ersten Monat des Geschäftsjahres stattfindet, quasi im Privatbereich noch. Und man ermittelt auf diese Weise dann einen Anfangsbestand zu Geschäftsbeginn.
Wir haben also hier dann auch die Liquiditätsberechnung, wie in meinem Beispiel auch. Was kann ich hier jetzt entscheiden und machen? Ich sehe also erstmal, die ganzen Daten wurden gut eingepflegt, logisch eingepflegt. Die Umsatzsteuer wurde sehr, sehr vernünftig dabei beachtet. Man muss also im Vorfeld darauf achten, dass die Umsatzsteuersätze, und das kann man hier einstellen wiederum, dass die hinterlegt sind. Ich kann also hier im Einstellungsbereich einen Steuersatz von 0 noch hinzufügen. Und wenn ich dann im Finanzbereich hierher gehe und die Kosten erfasse, dann kann ich eben auch Kosten erfassen, die ohne Umsatzsteuer, ja, zum Beispiel Versicherung, ja, und dann kann ich hier auf 0 klicken und kann dann hier meinetwegen 200 Euro monatlich bis zum Jahresende, und dann habe ich hier auch keine umsatzsteuerrechtliche Veränderung. Na, ich habe also bei den Versicherungen wirklich genau das eingegeben, hier wie auch beim Kapitaldienst, was gezahlt wurde, denn es gibt ja keine Verrechnung mit dem Finanzamt, es gibt keine Umsatzsteuer. Ja, was kann man noch machen? Man kann sehr gut navigieren, muss ich sagen. Man gewöhnt sich sehr schnell an die Navigation und man kann das Ganze dann auch in PDF noch runterladen. Man kann hier also die Drucken bzw. auch Einstellungen, Schriftart, alle möglichen, ja, Formatierungsoptionen wählen, und wenn man das getan hat, kann man dann das Ganze als PDF drucken und bekommt das dann hier gespeichert. Ich würde es mal schnell öffnen. Jetzt nicht ganz so schick, weil ich eben nicht alle Daten eingetragen habe, also das Inhaltsverzeichnis, dann kommt der ganze Businessplan und dann sieht man hier schon diverse Tabellen, Auszüge im Businessplan integriert. Das muss man also gar nicht mehr selber machen, oder man kann es zusätzlich noch tun, wie man das möchte, und ganz am Ende gibt es dann hier diese ganzen umfangreichen Tabellen mit sämtlichem Zahlenmaterial. Also insgesamt schon ziemlich gut gemacht, sehr einfach zusammengestellt, und ich habe erstmal keinen Fehler gefunden, der jetzt ein grundsätzliches Berechnungsproblem hervorruft. Es ist also alles sinnvoll zusammengestellt. Es wird ein kleiner anderer Rechenweg eingeschlagen, als ich das mache, aber letzten Endes, es führen viele Wege nach Rom und der Weg führt nach oben und meiner hat auch nach Rom geführt. Ich bin sogar der Meinung, hier dieser Online-Weg auf gründerplattform.de führt etwas professioneller, etwas schneller und etwas zielorientierter nach Rom. Bei meiner Variante muss man eben ziemlich viel mit Excel drauf haben und man muss auch das Wirtschaftliche im Hintergrund haben, um dann von Fall zu Fall anpassen zu können, mit Steuer, ohne Steuer. Das ist also mit Excel schon eine extreme Mammutaufgabe, deswegen kann ich an der Stelle beide Varianten empfehlen, je nach Excel-Vorgeschichte oder nach Excel-Kenntnissen. In diesem Sinne möchte ich das gar nicht mehr so weit ausdehnen. Probieren Sie auch diese Variante mit gründerplattform.de mal aus und entscheiden sich dann einfach für Ihre Favoritenvariante. Jetzt im Folgenden kommt noch eine Variante mit einer dritten Online-Berechnungsmethode. Schauen Sie sich's an, und ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem Finanzplan.